Ich möchte nun betrachten, wie wir diese Mittelwertmodellierung, die wir kennengelernt haben, durchführen können, um auch Verluste zu berücksichtigen. Das heißt, wir wollen jetzt einen Tiefsetzsteller uns anschauen, der eine nicht ideale Diode hat und dort diese Mittelwertmodellierung benutzen, um das Spannungs- und Stromflächenzeit, um das Spannungs- und Stromzeitflächengleichgewicht auszuwerten. Und dann werden wir uns ableiten, was passiert zum Beispiel mit dem Tastverhältnis, wenn wir Verluste haben. Und wir werden dann sehen, dass wir zum Beispiel das Tastverhältnis vergrößern müssen, um die Verluste zu kompensieren. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir werden in unser Modell jetzt eine nicht ideale Diode einfügen. Das heißt, bisher hatten wir die Diode als Bauelement, wo wir gesagt haben, zwei Schaltzustände, ein und aus. Wenn eine Flussspannung zwischen Anode und Kathode angelegt ist, dann ist sie eingeschaltet. Da haben wir gesagt, eine ideale Verbindung. Und jetzt werden wir sagen, okay, wir nehmen diese Parameter des Modells. Ich werde jetzt Verluste mit berücksichtigen zwischen Anode und Kathode. Ersetze ich die Diode jetzt durch eine konstante Spannung mit dem Wert UT0, mit dieser Schwellspannung. Umgekehrt, wenn die Diode aus ist, soll sie weiterhin ideal als Unterbrechung arbeiten. Das heißt, zwischen Anode und Kathode werde ich eine Unterbrechung machen und das werde ich jetzt benutzen, um diese Verlustleistungsanalyse durchzuführen. Ich habe jetzt den differenziellen Widerstand hier weggelassen, den könnte man jetzt noch zusätzlich reinmachen. Kommen wir später dazu, wie wir vorgehen würden, wenn wir die kompletten Verluste mit berücksichtigen würden. Hier jetzt nur als Beispiel, weil wir damit relativ einfach diese Gleichungen aufstellen können. Das heißt, was haben wir? Wir betrachten wieder den DC-DC-Wandler im Betrieb mit kontinuierlichem Strom. Dann haben wir wieder die zwei Schaltzustände. Das heißt, wir haben hier den Zustand 1, wo der Schalter eingeschaltet ist und die Diode aus. Malen wir das mal kurz auf. Da hat sich jetzt nichts verändert gegenüber dem Zustand, den wir vorher hatten. Das heißt, wir haben irgendwo die Eingangsspannung UE. Der Schalter ist geschlossen, wenn wir den Tiefsetzsteller betrachten. Die Diode ist eine Unterbrechung. Die Induktivität ist über den Schalter mit der Eingangsspannung verbunden und versorgt dann den Ausgangskreis mit dem Ausgangskondensator und dem Lastwiderstand. Wir führen wieder die Mittelwerte ein. Das heißt, ich habe hier den Strom IL Mittel. Ich habe hier wieder die Spannung UA, die gleich UC Mittel ist. Die Eingangsspannung sei auch konstant. Und da haben wir gesagt, wir müssen hier jetzt wieder bestimmen die Spannung an der Induktivität. Das heißt, hier die Spannung UL1 und den Strom durch die Kapazität IC1 und diese durch die Mittelwerte ausdrücken. Tatsächlich hat sich hier nichts geändert gegenüber der Analyse des normalen Tiefsetzstellers. Das heißt, ich kann hier sagen, UL1 mit Mittelwerten ausgedrückt wird sein UE minus UA und der Strom IC1, ja, was wird er sein? Der wird die Differenz hier wieder sein aus dem Strom durch die Induktivität und diesem Ausgangsstrom. Das heißt, wenn wir das betrachten, IC1 ist hier IL Mittel minus UA durch RL, wobei wir jetzt statt UA auch UC Mittel schreiben könnten, dann hätten wir es wieder mit den Mittelwerten ausgedrückt. Tatsächlich, wenn wir das vergleichen, das ist exakt dasselbe wie das, was wir bei der Analyse des Tiefsetzstellers bisher hatten. Jetzt kommt der zweite Zustand und in diesem zweiten Zustand werden wir jetzt das neue Diodenmodell benutzen. Also tatsächlich hier ist ja das Modell Diode ist aus. Jetzt werden wir im zweiten Zustand die Diode mit Verlusten berücksichtigen. Das heißt, die Diode ist hier eingeschaltet. Malen wir jetzt die Ersatzschaltung auf. Das heißt, ich habe jetzt hier die Eingangsspannungsquelle, die aber nicht mit der Schaltung in diesem Zustand verbunden ist, weil der Schalter geöffnet ist, hier als Unterbrechung wirkt. Und jetzt statt der Diode als idealen Schalter werde ich jetzt diese Spannungsquelle einführen. Und jetzt ganz wichtig, wenn wir das machen bei diesen Spannungsquellen, muss ich natürlich die Spannung in der richtigen Richtung berücksichtigen. Das heißt, wir wissen beim Tiefsetzsteller, wenn wir das mal schnell aufmalen, die Kathode ist an dem gemeinsamen Anschluss von Schalter und Induktivität und die Anode ist an Masse. Ich muss dann hier auch die Spannungsquelle so einbauen, dass der Spannungsabfall positiv von Anode zu Kathode ist. Das heißt, hier diese Spannungsquelle muss mit dem Spannungsbezugsfall von diesem Massenbezugspunkt nach hier oben eingezeichnet werden. Das ist die Spannung UT0. Und hier am Ausgang haben wir wieder die Schaltung aus Induktivität, Kapazität und dem Lastwiderstand. Und jetzt werden wir auch hier die Größen für die Spannung an der Induktivität und den Strom durch die Kapazität wieder ersetzen durch die Mittelwerte. Das heißt, wir haben einerseits wieder die Ausgangsspannung UA gleich UC Mittel und wir haben dann hier wieder die Spannung an der Induktivität. Und das ist jetzt anders zu dem, was wir bei dem Tiefsetzsteller ohne Verluste haben. Wir haben jetzt hier die Spannung UL2. Diese ist, wenn wir es jetzt betrachten, minus UA minus UT0. Das heißt tatsächlich hier die Maschenregel angewandt. Wir sehen alle drei Spannungsabfälle in dieselbe Richtung. Das heißt, die Summe dieser drei Spannungsabfälle ist 0. Bringen wir das auf eine Seite rüber, muss hier also sein UL2 ist gleich minus UA minus UT0, wenn wir diese Masche hier
auswerten. Jetzt schauen wir uns noch den Strom durch den Kondensator an, IC2, den wir dann für das Stromzeitflächengleichgewicht brauchen. Dieser ist genau gleich wie vorher auch. Das heißt, ich habe hier den Strom I im Mittel wieder. In den Ausgang fließt wieder der Ausgangsstrom IA, der auch hier wieder ist UA durch RL. Wenn die Ausgangsspannung konstant ist, und das ist es ja, was wir bei diesem Mittelwertmodell annehmen, und dann kann ich hier die gleiche Gleichung hinschreiben, IC2 ist an dieser Stelle dann IL Mittel minus UA durch RL. Und jetzt kann ich wieder das Spannungs- und das Stromzeitflächengleichgewicht auswerten. Fangen wir an mit dem Spannungszeitflächengleichgewicht, kürzen wir es hier bloß ab, UTGGW an der Induktivität. Der erste Zustand hier hat wieder die Dauer T1, ist D mal T mit dem Tastverhältnis, und der zweite Zustand hat wieder die Dauer 1 minus D mal T, was hier T aus wäre. Und jetzt betrachten wir das wieder beim UT-Gleichgewicht, dadurch, dass wir wieder konstante Werte angenommen haben, kann ich das wieder einfach an dieser Stelle aufsummieren. Ich kann jetzt sagen, okay, es muss hier sein UL1 mal D mal T plus UL2 mal 1 minus D mal T ist gleich 0. Das ist ja die Aussage des Spannungszeitflächengleichgewichts. Jetzt setzen wir es ein. Ich habe hier UE minus UA stehen. Wir können in der oberen Gleichung durch T kürzen, weil auf der rechten Seite 0 steht. UE minus UA mal D steht dann hier plus UL2 ist jetzt minus UA minus UT0. Minus UA minus UT0 mal 1 minus D. Und das können wir jetzt auflösen, um an dieser Stelle eine Gleichung für das Tastverhältnis rauszukriegen. Tatsächlich können wir hier nicht direkt, werden wir gleich sehen, auflösen nach dem Verhältnis UA zu UE, weil es hier an der Stelle nicht mehr ganz so geschickt geht. Fassen wir es mal zusammen, klammern wir das sozusagen aus. Ich bilde jetzt hier Terme an der Stelle nur mit UE, nur mit UA und nur mit UT0. Und das heißt, wenn wir das ausmultiplizieren, diese Klammern, kriege ich hier einmal D mal UE. Diese beiden Werte rausnehmen, dann kriegen wir hier, wenn wir UA berücksichtigen, plus UA mal minus D aus dieser ersten Klammer raus. Und hier haben wir UA mal minus 1 plus D, wenn wir diese zweite Klammer ausmultiplizieren. Und wenn wir hier noch die Klammer ausmultiplizieren, kriegen wir plus UT0 mal minus 1 plus D. Achtung, ich habe hier jetzt bloß die Vorzeichen getauscht, weil ich hier mit positiven Vorzeichen ausgeklammert habe. Und jetzt können wir dann auflösen, nach, zum Beispiel nach der Ausgangsspannung UA. Wir sehen hier, ich kann hier ein D kürzen. Ich bringe jetzt das UA auf die andere Seite rüber, und dann können wir sagen, jetzt ist UA, wenn wir das rüberbringen, das heißt hier addieren, D mal UE minus UT0 mal 1 minus D. Und was sehen wir hier? Naja, das Zusammenfassen. Tatsächlich ist das hier, der erste Term ist sozusagen das ideale Verhalten, das ideale Spannungsübertragungsverhältnis, und dieser zweite Term ist jetzt bedingt durch die Verluste. Das heißt, wir sehen tatsächlich, bei demselben Tastverhältnis werden wir jetzt in dieser Schaltung eine geringere Ausgangsspannung kriegen, weil wir hier davon was abziehen müssen, als bei der Schaltung ohne Verluste. Das heißt, die Ausgangsspannung wird beim selben Tastverhältnis kleiner sein. Das können wir hier schon raus schlussfolgern. Das heißt, wir können tatsächlich hier auch dann, wenn wir diese Verluste modellieren, Gleichungen kriegen, die uns beschreiben, wie wirken jetzt diese einzelnen Verlustelemente, wie muss ich zum Beispiel das Tastverhältnis anpassen, um trotzdem dieselbe Ausgangsspannung zu kriegen. Deswegen wollen wir jetzt diese Gleichung noch auflösen nach dem Tastverhältnis. Das heißt, wir wollen jetzt ermitteln das Tastverhältnis für diesen nicht idealen Fall. Was machen wir? Wir gehen aus von dieser letzten Gleichung. Das heißt, schreiben wir es nochmal hin. UA ist gleich D mal UE. Und jetzt multiplizieren wir hier mal raus. Plus D mal UT0 minus UT0. Und dann können wir hier sozusagen das UT0 auf die andere Seite rüberbringen und dann hier ein D ausklammern. Kriegen wir also raus UA plus UT0 ist D mal UE plus UT0. Und das lösen wir jetzt auf nach dem Tastverhältnis D. Das heißt, hieraus folgt dann, das Tastverhältnis D ist an dieser Stelle UA plus UT0 durch UE plus UT0. Und wir sehen tatsächlich, das Tastverhältnis ist hier nicht mehr UA zu UE, sondern es bestimmt sich jetzt zusätzlich über diese Schwellspannung UT0. Und jetzt können wir hiermit ausrechnen, okay, wie müssen wir jetzt das Tastverhältnis einstellen, wenn wir tatsächlich diese Verluste durch die Schwellspannung haben. Tatsächlich habe ich bewusst diese Schwellspannung gewählt, weil bei DC-DC-Wandlern, also beim Tiefsetzsteller bzw. Abwärtswandler, wenn wir sehr kleine Ausgangsspannungen haben, dieser Mechanismus, dieser Spannung UT0, der ist der am wesentlichsten beiträgt für die Verluste.
Jetzt wollen wir auch noch das IT-Gleichgewicht, das Stromzeitflächengleichgewicht auswerten. Tatsächlich wird sich hier nichts ändern. Das heißt, wenn Sie das vergleichen mit dem, was wir schon abgeleitet haben für den Tiefsetzschnitter, werden wir sehen, da kommt dasselbe raus. Auch hier wieder der Ansatz, ich nehme IC1 mal D mal T plus IC2 mal 1 minus D mal T gleich 0. Wenn ich jetzt die Größen durch Mittelwerte ausgesetzt habe, dann ist das hier einfach sozusagen dieses wieder vereinfachte Integral ausgewertet. Achtung, wieder bloß, wenn wir das durch diese abschnittsweisen Konstantenwerte ausgesetzt haben. Wir schauen wieder, was ist IC1 und IC2. IC1 und IC2 sind gleich, ist in beiden Fällen IL Mittel minus UA durch RL. Können wir also hier wieder sagen, IL Mittel minus UA durch RL mal D, T können wir wieder kürzen, plus IL Mittel minus UA durch RL mal 1 minus D. Dann sehen wir, wir können das zusammenfassen. Ich habe hier denselben Ausdruck in der einen Klammer stehen und in der anderen habe ich einmal D und einmal 1 minus D. Das heißt, dieses D hier, dieser erste, kann ich mit diesem minus D kompensieren. Dann kriegen wir raus, IL Mittel ist gleich UA durch RL oder ist gleich dem Ausgangsstrom. Und wie erwartet, haben wir sozusagen hier wieder für den Mittelwert in der Induktivität den Wert des Ausgangsstromes, weil durch den Kondensator kein Gleichstrom fließt. Wollen wir jetzt nochmal als Ergänzung noch was angucken bei diesem Tiefsetzschnitter, was wir bisher nicht betrachtet haben. Wir wollen jetzt nochmal bestimmen, wie sieht denn eigentlich der Eingangsstrom aus, der unsere Quelle belastet. Das heißt tatsächlich, hier oben habe ich einen Eingangsstrom und wir nehmen an, das sei jetzt irgendwie der Mittelwert, der uns interessiert und den wollen wir auch noch bestimmen. Schauen wir uns das mal kurz an. Was machen wir dort? Wir betrachten zunächst den Stromverlauf. Wenn wir jetzt dieses Mittelwertmodell betrachten, dann haben wir abschnittsweise konstante Ströme im Schalter und in der Diode, weil wir ja keine Welligkeit haben im Stromverlauf der Induktivität. Und tatsächlich, wenn wir das betrachten, hier der Strom IE ist gleich dem Schalterstrom IS. Das heißt, wollen wir das auswerten, müssen wir uns bloß den Schalterstrom angucken. Wir wissen tatsächlich, so ein trapezförmiger Verlauf, jetzt im Mittelwertmodell können wir sagen, das ist hier ein abschnittsweise konstanter Verlauf, während des Zeitintervalls T1 geht er auf einen Maximalwert und dann geht er wieder auf 0 zurück. Achtung, weil wir die Welligkeit vernachlässigt haben, das heißt, wir haben hier den Maximalwert. Dieser Maximalwert wäre jetzt hier IL Mittel. Die Zeitdauer ist T1 bzw. D mal T. Und wollen wir jetzt den Mittelwert bestimmen, muss ich hier bloß den arithmetischen Mittelwert dieses PWM-Signals bestimmen. Und da wissen wir ganz am Anfang der Vorlesung, dieser arithmetische Mittelwert ist die Fläche multipliziert mit 1 durch T. Das heißt, tatsächlich kriegen wir hier 1 durch T mal D mal T mal IL Mittel. Das ist der Mittelwert des Eingangsstroms, ist also D mal IL oder D mal IA, der Verlauf des Ausgangsstroms. Und hier sieht man sehr schön, Achtung, in diesem Verlauf hat sich jetzt bei diesem Modell nichts eigentlich geändert gegenüber dem, was wir beim verlustlosen Tiefsetzschnitter hatten. Das heißt, es wird weiterhin an dieser Stelle gelten, D mal IA ist gleich IE. Das heißt, das Verhältnis IA zu IE wird an dieser Stelle sein 1 durch D. Das heißt, dieses Kehrwert dieses idealen dieser idealen Spannungsübertragungsfunktion, die wir eigentlich beim Tiefsetzschnitter hatten. Tatsächlich gilt das hier jetzt aber nur für die Stromübertragungsfunktion. Tatsächlich können wir aus dieser Gleichung hier oben für die Ausgangsspannung nicht mehr diese ideale Spannungsgleichung absetzen. Das wäre nur der Fall, falls UT0 gleich 0 ist. Jetzt möchte ich noch was anderes zeigen. Und zwar wollen wir uns anschauen, wie kann ich jetzt den Wirkungsgrad hier auch ableiten aus diesem Mittelwertmodell. Ja, tatsächlich haben wir jetzt ja ein nicht ideales Element drin und wir können jetzt auch eine Gleichung für den Wirkungsgrad ableiten aus diesem Modell heraus. Das wollen wir uns kurz angucken. Wie gehen wir vor? Wir gehen vor von der Definition des Wirkungsgrades, das heißt Eta ist PA zu PE, ist hier UA mal IA durch UE mal IE. Und deswegen habe ich jetzt diese ganzen Größen berechnet, weil ich kann die jetzt ausdrücken, sozusagen auch wieder durch die Mittelwerte. Wir wollen jetzt in diesem Mittelwertmodell uns mal anschauen, was das ist. Das heißt, wenn wir den Wirkungsgrad ausdrücken, kriegen wir hier UA mal IA durch UE mal IE. Jetzt haben wir diese Gleichung, kann ich sagen, okay, ich kann IE ersetzen. UA mal IA durch UE mal D mal IA, weil das hier IE ist. Wir sehen, okay, es kürzt sich an dieser Stelle der Wert IA und wir kriegen, der Wirkungsgrad muss sein UA durch UE mal D. Und dann sehen wir auch hier, okay, tatsächlich, wenn jetzt UA an dieser Stelle, wie bei der idealen Gleichung D mal UE ist, ist der Wirkungsgrad 1. Tatsächlich ist hier jetzt der Wirkungsgrad kleiner als 1, weil UA ein kleinerer Wert ist als D mal UE. Und zwar minus diesen Term UT0 mal 1 minus D. Das heißt, wir können jetzt hier entweder UA ersetzen oder UE ersetzen. Machen wir das mal, dass wir
an der Stelle UA ersetzen, dann könnte ich jetzt sagen, ich setze einfach diese Gleichung von hier oben dort ein, dann können wir sagen, Eta ist D mal UE minus UT0 mal 1 minus D durch UE mal D. Dann können wir das noch ein bisschen weiter vereinfachen. Und dann könnte ich jetzt hier sagen, okay, Eta ist, wenn wir das in zwei Terme aufspalten, beim ersten kürze ich das raus, 1 minus UT0 zu 1 minus D durch UE mal D. Und das wäre jetzt eine Gleichung hier, um den Wirkungsgrad zu bestimmen an dieser Stelle von diesen Tiefsetzsteller, der Verluste hat, wobei wir jetzt hier nur als Verlust berücksichtigt haben die Schwellspannung der Diode. Als letztes möchte ich noch zeigen, wie der Ansatz ist für die vollständigen Verluste. Das heißt, wir wollen uns jetzt anschauen, was tun wir, wenn in unserer Schaltung alle Bauelemente nicht ideal sind. Das heißt, wir haben hier Tiefsetzsteller mit Verlusten. Machen mal die Schaltung auf wieder. Wir nehmen jetzt an, ich habe hier zum Beispiel einen realen Schalter, MOSFET, eine reale Diode, reale Spule, realer Kondensator und natürlich unseren Lastwiderstand. Wie gehen wir dann vor, um jetzt hier die Verluste zu analysieren? Jetzt müssen wir alle diese Elemente, Transistor, Diode, Induktivität und Kapazität ersetzen durch ihre Modelle für die vollständigen Verluste. Was heißt das? Ein Kondensator beispielsweise wird ersetzt durch ein Modell aus idealem Kondensator plus seinem Ersatz Serienwiderstand. Das heißt, wir werden jetzt in der Schaltung den Ausgangskondensator beispielsweise ersetzen, hier durch ein Modell aus einem idealen Kondensator und seinem Ersatz Serienwiderstand. Für die Induktivität können wir in erster Näherung ein Modell machen, dass wir sagen, okay, eine Induktivität als reales Modell hat einen zusätzlichen Wicklungswiderstand, RCU oder RR. Tatsächlich natürlich werden die Verluste etwas komplizierter sein, aber das ist so das erste Modell, was wir machen können. Den Transistor müssen wir jetzt ersetzen, wenn wir hier ein MOSFET haben, je nachdem im Ein- oder im Auszustand ist, entweder durch einen Widerstand RDSO oder durch eine Unterbrechung. Und die Diode, wie bereits vorher dargestellt, werden wir zwischen Anode und Kathode ersetzen, entweder durch eine Schwellspannung und einem differentiellen Widerstand oder wiederum durch eine Unterbrechung. Und dann können wir hier sozusagen auch vollständige Modelle aufstellen. Das heißt, hier, wenn wir dann die beiden Zustände uns angucken, ich male das jetzt bloß ab, wir rechnen das nicht aus, das heißt, wenn wir jetzt den Zustand haben, S ist ein und D ist aus, würde dann unsere Schaltung so aussehen, ich habe hier die Spannungsquelle, der Transistor ersetzt durch seinen Widerstandswert RDSO, die Diode ersetzt durch eine Unterbrechung, die Induktivität ersetzt durch die Serienschaltung aus realer Induktivität, aus idealer Induktivität und Wicklungswiderstand, der Ausgangskondensator ersetzt durch die Serienschaltung aus idealer Kapazität und seinem Ersatz Serienwiderstand und hier wieder der Lastwiderstand. Achtung, und jetzt gilt natürlich Folgendes. Die Spannung, die wir jetzt hier haben, die sozusagen der Mittelwert UC mittel, ist jetzt der Wert über diesem Ausgangskondensator und ist nicht mehr gleich der Ausgangsspannung UA, sondern UA plus den Spannungsabfall an diesem Ersatz Serien. Und wir haben dann hier den Strom als Mittelwert wieder angenommen, IL-Mittel, und können dann damit auch die Schaltung wiederum berechnen. Man sieht schon, das wird um einiges komplizierter. Deswegen machen wir das hier erstmal. Man könnte diese ganzen Elemente dann weiter mit berücksichtigen. Das wird aber dann sehr schnell sehr kompliziert. Wir werden es mal beim anderen DC-DC-Wandler, zum Beispiel beim Hochsatzsteller, werden wir mal den Einfluss des Wicklungswiderstandes, der Induktivität berücksichtigen. Und dann haben wir den zweiten Zustand, S aus, D ein, und dann könnten wir hier ersetzen, okay, die Spannungsquelle ist wieder deaktiviert, weil der Schalter geöffnet ist. Die Diode ersetzt durch Schwellspannung plus differenziellen Widerstand. Achtung, Schwellspannung wieder in Richtung von Anode zu Kathode. Und der Rest ist gleich wie in dem oberen Modell. Das heißt, die Induktivität mit Wicklungswiderstand, Kapazität mit Ersatzserienwiderstand und dem Lastwiderstand. Und dann könnten wir hier jetzt auch wieder die Gleichungen aufstellen, um die Schaltung zu analysieren. Das heißt, man müsste hier jetzt auch wieder schauen, was ist die Spannung UL2 und UL1 in den beiden Schaltzuständen, um das Spannungszeitflächengleichgewicht auszuwerten, und was sind die Ströme IC2 und IC1 in Abhängigkeit von diesen Mittelwerten, um dann das Stromzeitflächengleichgewicht auszuführen. Und dann könnten wir hier genauso Gleichungen fürs Tastverhältnis ableiten, Wirkungsgradgleichungen ableiten und so weiter in den einzelnen Komponenten, zum Beispiel auch die Verluste bestimmen. Tatsächlich werden wir es ein bisschen anders machen. Wir werden nachher sehen, wie wir so die Verluste bestimmen können. Das wäre aber der Ansatz, wenn man jetzt vollständig so DC-DC-Wandler analysieren möchte. Geht natürlich genauso für alle anderen DC-DC-Wandler, nicht nur für diesen Tiefsetzsteller, sondern auch für den Hochsatzsteller, Hochtiefsatzsteller und alle anderen
bei denen wir diese Mittelwertmodellierung machen können. Worauf müssen wir noch aufpassen? Wenn wir hier zum Beispiel ein IGBT haben, müssen wir natürlich hier ein anderes Modell ansetzen als bei diesem MOSFET. Das heißt, bei einem IGBT werden wir ein ähnliches Modell haben wie bei der Diode, auch eine Schwellspannung plus dann einen differenziellen